freue mich auch, dass in diesem Jahr die Kunstroute Ehrenfeld wieder stattfindet. Die Kunstroute reiht ja fast 200 Künstlerinnen ihre Ateliers, Galerien und Offspaces auf und spannt so jedes Jahr aufs Neue eine Bühne für die vielfältige Kunst- und Kulturlandschaft Ehrenfels. Die Kunstroute schafft so ja eine ganz besondere Sichtbarkeit für Kunst und Kultur, auch im öffentlichen Raum. Und wenn uns im vergangenen Jahre eins gezeigt hat, dann wie wichtig es ist, dass Kunst und Kultur darüber hinaus auch für uns mit anderen erlebbar und erfahrbar bleiben müssen und werden müssen, statt sie nur eben passiv vorm Tablet zu konsumieren. Die Kunstroute als Ehrenfelder Gesamtkunstwerk wünsche ich daher viel Erfolg und allen Besuchern ein prägendes Erlebnis. Hallo, ich bin Stella Schwarz. Ich stehe hier in der Körnerfeld Galerie, ein Street Art Projekt im öffentlichen Raum, das wir in der Straße und befreundete Künstler und Künstlerinnen gegründet haben 2020, mitten in der Pandemie. Aus der ursprünglichen einzelnen Wand hier wurde ein Projekt, das sich über die ganze Straße erstreckt. Hallo, mein Name ist Doris Meile. Ich bin Künstlerin und Dozentin und wir sind jetzt heute hier in meinem Atelier Art Gem Cologne in der Heliusstraße. Zur Kunstroute Ehrenfeld werde ich auch hier ausstellen. Ich werde allerdings mit zwei Gastkünstlerinnen hier ausstellen. Das ist die Nanni Wagner. Die Nanni macht keramische Objekte und Ricarda Menger. Sie wird Skulpturen hier ausstellen und ich werde meine Bilder präsentieren. Mein Name ist Don Lennertz. Ich bin ein Maler. Ich bin Holländer, wie Sie hören. Und ich arbeite seit einiger Zeit hier in Köln, im Atelier in Ehrenfeld. Mein Hauptthema ist eigentlich urbane Landschaften. So, ich lebe mal ganz gerne städtliche, nicht per se sehr schöne Aussichten, aber Dinge, die mir auffallen. Und das hier zum Beispiel ist die Innere Kanalstraße. Hallo und guten Tag, mein Name ist Susanne Hanf. Ich bin die Leiterin der Töpferei Ehrenfeld. Wir sind eine Zweigstelle vom Jugendfreizeitwerk Köln e.V. Hier in der Werkstatt töpfern wir seit 40 Jahren. Gegründet wurde die Töpferei von Barbara Deppner. Ich habe die Leitung übernommen im letzten Jahr. Wir töpfern hier mit Kindern und Jugendlichen und fördern auch die Familienarbeit. Ferner sehen wir hier Arbeiten, Work in Progress, von Melanie Schirdewan. Melanie Schirdewan ist eine Teilnehmerin des Erwachsenenkurses und sie wird eine Teilnehmerin bei der Kunstroute sein. Da dürfen wir sehr gespannt sein. Das sind Monotypien auf Keramik, etwas, was man sehr selten zu sehen bekommt. Ja, und jetzt stehen wir hier vor unserem Herzstück, unserem großen Brennofen. Und dort sind noch ganz heiße Waren, unter anderem ein Stück von Hamide Sauer. Und Hamide Sauer wird auch auf der Kunstroute zu sehen sein. Und vielleicht werden wir dann auch diesen großen Topf zu sehen bekommen. Hallo, mein Name ist Petruschka und wir befinden uns hier in meinem Arbeitsraum, dem Planet A27. Der Planet A27 steht für Arbeitsgruppe. Das A27 ist die Hausnummer der Geißelstraße hier in Ehrenfeld. Und hier arbeite ich vorwiegend nachts, wenn ich Zeit habe, und stelle meine Collagen. Ich bin sehr glücklich darüber, einen neuen Kompagnon gefunden zu haben, der im vorderen Raum eine Galerie eröffnet hat. Und hiermit gebe ich weiter an meinen Kollegen. So, dann stelle ich mich mal vor. Ich bin Philipp Dietrich und ich freue mich sehr, jetzt Anfang des Jahres hier in der Geißelstraße die Galerie Dietrich öffnen zu dürfen. Die wollen wir euch jetzt einmal kurz zeigen. Momentan hängen hier Bilder und Werke von Marc Klein aus Berlin, der Spiegel simpel gesprochen bemalt. Und zur Kunstroute Ehrenfeld im Mai werde ich einen Fotografen präsentieren, der ursprünglich aus Kanada kommt, Tony Melvin. Und der hat in seiner Reportage aus dem Jahr 2018
Ölringkämpfe in der Türkei festgehalten. Und da bin ich sehr froh, diesen Künstler zur Kunstroute präsentieren zu dürfen. Ich bin der Sebastian Chermida. Sie sind herzlich eingeladen zu meinem Atelier hier in der Oskar-Jäger-Straße 117, 123. Ich teile den Atelier mit dem Simone Peigner. Sie ist eine Kölner Künstlerin. Wir teilen zusammen und wir haben eine Gastkünstlerin, die Christiane Weider. Und ich freue mich, wenn ihr mich auf den Kunstroute besuchen kommt. Hallo, ich bin Arsenij Schuster. Ich bin so ein Videokünstler und wir sind gerade in meinem neuen Atelier auf Rochusstraße 56 in Köln-Ehrenfeld und also genau gesagt Bickendorf. Und ich präsentiere hier mein Projekt Video Astigmatism. Und es geht um Videokunst und ich beschäftige mich letzte Zeit mit so Videoskulpturen. Und wie Nam June Paik. Ja, und es geht um Fernseh und Messageübertragung. Ich mache hauptsächlich so politische Kunst, weil ich finde, dass das Videokunst ohne so Message ist, macht keinen Sinn.